Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egon Zorn und begrüße euch heute recht herzlich zu einem Let's Play Together Portal 2 mit mir, der im echten Leben Markus heißt. Und an meiner Seite begleitet mich heute der Alain. Hallo. Hallo Alain, wie geht's dir heute? Mir geht's super. Bist du bereit für dieses wunderbare Puzzlespiel? Ja, ich bin mehr als bereit. Was ist deine Erfahrung mit Portal? Noch keine so große. Also ich habe das Einser gar nicht gespielt. Ja. Leider, ich wollte eigentlich immer gern, aber ich habe irgendwie nicht die Zeit gefunden. Und dann kam das Zweite auch schon raus. Und ja, jetzt habe ich gerade vor ganz kurzem erst das Zweite installiert und ja, ein bisschen mal reingespielt. Ja, ungefähr so geht's mir auch. Ich habe das erste Mal angespielt und das Zweite jetzt gütigerweise geschenkt bekommen. Und wir haben jetzt mal so kurz reingespielt, um es mit dem Spielprinzip nochmal vertraut zu machen. Und freuen uns darauf, euch jetzt präsentieren zu dürfen, wie wir scheitern bei den einfachsten Denksportaufgaben in Kombination mit First-Time-Strategy. First-Time-Strategy. First-Person-Shooting. Das war das Intro. Wir haben jetzt einfach mal drüber gelabert. Wenn ihr das Intro ohne Labern hören wollt, auf YouTube gibt es da bestimmt ein paar Videos. Hallo? Heute testen wir mit einem Partner. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Sehr gut. Muss ich winken? Ja. An dem Moment. Nach oben. Crew. Genau. Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Wir haben, wie gesagt, vorhin schon mal ein bisschen reingespielt, weswegen wir die ein oder andere Geste jetzt schon beherrschen. Wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Dann wähle ich den Wolf aus. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Ich glaube, es hat aber keinerlei Konsequenzen. Wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Dann nehme ich natürlich Silber. Wirklich? Okay. Blue, beachte die. Ich habe auch überlegt, ob wir hatten vorhin schon mal das Gespräch, ob Silber ist. AG ist Silber, ne? Ja, oder? Es gibt auch Argon. Mit dem aber das AR, könnt ihr klar. Eurem Partner okay. Auch anzeigen, glaub wo ich. Das Portal platziert werden soll. Mit F. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Schon wieder vergessen, wie es geht. Ah, okay, ja, ich weiß es wieder. Okay. Wir haben jetzt GLaDOS die ganze Zeit unterbrochen. GLaDOS ist die Computerstimme, das Mastermind in diesem Testcenter, in dem wir beiden süßen Roboter uns befinden. Unser Ziel wird es sein, weiß ich gar nicht. Gibt es ein Zielspiel? Wir sind jetzt einfach in diese Umgebung reingeworfen worden und folgen jetzt den Anweisungen von dem Supercomputer. Genau, der will viele Tests durchführen. Für alle, die es nicht wissen, es sieht zwar aus, als ob man schießen könnte, aber man muss keine Gegner zerstören, sondern wirklich nur diese Portale setzen. Und ich kann rote und orangene Portale setzen und wie ihr seht, ist hier ein rotes und da ein gelbes. Und jetzt ach, das hast du schon gemacht. Ja, im Moment können wir auch noch gar keine Portale setzen, ne? Ja, genau. Wir brauchen erst diese Portalkanone. Genau. Und ich muss jetzt mit dem Ping quasi dem, wie heißt der, GLaDOS, ne? Dem GLaDOS ihr zeigen quasi, wo sie hinsetzen soll, ne? Genau. Das mache ich jetzt auch und dann sollte ich auf die Portalkanone fallen. Blue hat nun ein Portalgerät. Endlich. Yay. Ja, jetzt können wir weiter. Genau, und jetzt. Das Portalgerät kann zwei eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Genau, jetzt sind wir selbst in der Lage, Portale zu setzen. Und wir holen hier hoch. Wir können nur springen, aber nicht so hoch. Deswegen einfach hier rüber. Und dann? Und dann sind wir auch schon wieder in der nächsten Test-Chamber. Falls du auch den Weg findest diesmal. Genau, ja. Was er jetzt nicht gesagt hat, ist, das habe ich im Singleplayer gelernt, dass durch diese Kraftfälle kann man nichts mitnehmen, ne? Ach ja, wenn genau. Wenn wir dann mal Würfel oder solche Dinge haben. Ja, und Portale werden auch zerstört, wenn man durchgeht. Ach ja, okay. Ja, und Portale kann man auch nicht durchschießen, genau. Ja, jetzt kann ich hier nichts machen, sehe aber, dass bei dir da ein Knopf ist. Was wohl passiert, wenn du da draufsteigst? Gewicht Blue. Ah ja, hier geht was auf, da gehe ich doch einfach mal durch. Und stelle mich selbst auf so einen Knopf. Orange.
Keine Abweichung erkannt. Und jetzt sind wir beide in der Lage, in die nächste Kammer wieder zu gehen. Hm? Oh. Wo bist du? Hallo? Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Ich hab dir ein Portal geschossen, damit du... Ach ja, genau. Ich muss gar nichts machen, ich muss nur durchgehen. Ja. Wenn schon so anfängt, freue ich mich auf die späteren Levels. Ich habe hier einen Knopf und wenn ich den drücke, kommt bei dir... Da sind daneben immer so kleine lustige Hinweisschilder, ne, die auch sagen, was passiert. Ja. Yeah. Würfel im Kopf. Das ist aber nicht dieser besagte Companion Cube, ne? Der Companion Cube hat so ein Herz oder sowas, ne? Genau. Und zudem hat man ja im ersten Teil eine liebevolle Beziehung eine liebevolle Beziehung, das hört sich... Schlimm. Sorry. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Du hörst GLaDOS auch immer wie ich, ne? Du hast jetzt gerade reden hören, ne? Ja, genau. Über die Gewichte und so. Okay, sehr gut. Über die, genau. Dass Menschen da sehr empfindlich sind, was das angeht. Juhu! Okay, der Würfel, ja, ich zeig's gerade mal. Wenn man hier den durchnehmen will, vaporisiert er. Ich muss den neuen machen, ne? Genau. Und ich werde dann damit... kann ich ja nichts machen, aber wir sehen ja, hier ist so eine Durchreiche. Und jetzt kann der alle den Würfel nehmen. Auf den Knopf, denke ich mal. Ach ne, zu mir zurückgeben. Würde ich dir zurückgeben? Ja, oder? Ach, nee, ach ja, genau, ich. Ah ja, verstehe. Hier, bei mir ist ein Knopf. Ja. Sehr gut. Und schon sind wir weiter. Ja, wir haben uns. Ehrlich gesagt, am Anfang so schon ein bisschen schwer getan hiermit. Und das ist nur die Kalibrierungsstrecke, wie es so schön heißt. Ach, da sind wir immer noch auf der Kalibrierungsstrecke. Ja. Und versuchen uns zu erinnern, wie wir das hier gelöst haben. Ja, du musst das Knöpfchen da drücken, aber da kommst du nicht hin. Ach, hey. Ich weiß wie, ich gebe dir ein Portal. Genau. Und das kannst du auch nur machen, wenn ich auf diesem Knopf stehe, weil sonst dieses Feld da wieder ist. Mhm. Jetzt kann ich auf den Knopf drücken. Wir kriegen beide unsere Brücke. Yay! Konfetti! Party! Die Kalibrierung geschafft. Ja, vieles ist ja... Schluss jetzt! Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter mit den Tests. Ja, vieles hier jetzt an den ersten, im allerersten Level war ja selbsterklärend. Also wenn da nur ein Knopf zu drücken ist, dann drückt man den natürlich. Später wird sich der Schwierigkeitsgrad natürlich immens steigern. Und dann wird es bestimmt auch die eine oder andere Situation geben, in der wir uns anschreien. Ich freue mich schon drauf. Ich bin gerade ganz fasziniert hier. Ich mag die Roboter gerne, wie sie aussehen. So wie ihr zwei eben gemeinsam den Test abgebrochen habt, das zeigt echten Teamgeist. Ach ja, genau. Jetzt sind wir in diesem Hub gelandet, ne? Genau. Das ist sozusagen eine, ja, wie sagt man, interaktiver Menübildschirm eigentlich, ne? Weil wir wählen hier eigentlich nur aus, welches Level wir wollen. Genau. Und hier oben ist sehr, sehr nice Gimmick, dass wir die Schritte angezeigt bekommen, die wir bisher gegangen sind. Und es in Realtime angezeigt wird. Alle schon circa 1000 Schritte mehr als ich gelaufen, aber... Mein 3000. Schritt. Oh, sehr schön. 47. Ich gehe langsam durch die Zeit. ja, es liegt nicht daran, dass ich faul bin, sondern dass alle einfach nur die kürzeren Beine hat. Und meinst du, es ist wirklich so? Nee. Es waren die Knöpfe hier vorhin auch schon. Nee, die waren nicht da, aber weil wir sind ja schon ein bisschen vorgelaufen, Level 6, jetzt drücken wir hier auf. Ah, sehr schön. Ja. Und wählen Level 1 aus. Genau. Ich glaube, jetzt müssen wir nur in diese. Das sieht aus wie eine, so eine alte Rohrpost. Weißt du, was ich meine? Ja, die. Wie so früher in so Firmen. Die Unterdruckröhren. Genau. Die gibt's halt noch in manchen großen Supermärkten, da schießen sie dann immer so Münzrollen an die Kassen. Nee. Da habe ich in Karlsruhe im.
in Karlsruhe im Famila gesehen, dass sie das haben. Nicht schlecht. Ja. Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Gut, dann lernen wir mal Teamarbeit. Okay, hier sind zwei Knöpfe. Jetzt musst du da durch. Ja. Shift für Partnerperspektive drücken. Wie war's? Ich mach dir hier mal... Ah, da komm ich. Achso, ja, ich kann dir jetzt ja das andere aufmachen, natürlich. Ah, ja. Genau. Erhält 5 Kollaborationspunkte. Jetzt springe ich durch dein Portal und bin, ups, bei dem. Yeah. Habe ich mich jetzt auch so lustig auf den Kopf umgedreht? Ja. Hervorragend. Alles auf Video. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Der berühmte Wissenschaftler Terry Einstein. Wie gesagt, jetzt lösen wir das noch ganz souverän, liegt aber auch hauptsächlich daran, dass wir das Level vorhin schon gespielt haben. Ja. Und es da auch dementsprechend ausgetobt. Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. So. Ach genau. Da erinnere ich mich dran. Das sind so Timer quasi, ne? Wenn man da oben... Genau. Drück mal drauf. Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Das öffnet dieses. Das öffnet das. Ach genau, jetzt gehst du da rüber. Genau. Und, wo soll ich rübergehen? Ist egal, ich geh. Ja, wie ihr schon seht, hier sind. Ah ja, genau. Die Portale kann man nicht überall hinschießen, sondern nur auf diese weißen Flächen. Ja. Und wenn dann in diesem Rätsel natürlich nur 2 weiße Flächen zu sehen sind. Warte. Nein, ich habe das Falsche gemacht, ja. Aber mach nochmal auf, ich kann... Kannst du von hier darüber schießen? Ja. Sehr gut. Ja, wenn da nur 2 weiße Flächen zu sehen sind im Rätsel, dann ist ja relativ klar, wo man die Portale setzen muss. Hm. Viel schwieriger wäre das, wenn alle Wände weiß sind. So. Das nächste. Oh, was wir hier wohl machen müssen... da hatten wir so ein bisschen zu knabbern am Anfang, gell? Ja. Also, naja. Aber wenn man hier einen Knopf drückt, dann sieht er ja, warte, ich zoome mal ran, dass dieser Timer dort oben aktiviert wird. Ah ja, genau. Und nur wenn alle 4 gleichzeitig aktiv sind, können wir das Rätsel lösen. Und hier oben sind noch 2 so Knöpfe, weswegen wir hier einfach Portale setzen. Mhm. Müsste klappen. Ja, und dann das ist genau Time. Ich zähle von 3 runter. Mhm. Dann drücken wir ran rüber, drücken und dann müsste passen. Okay. 3, 2, 1, jetzt. Yeah. Das war echt perfekt getimed. Ja, da haben wir ja noch alle Zeit der Welt. Da ist der Ball. Das ist ein bisschen Fußball spielen. Was? Das sollst du nicht aufnehmen. Ach, das geht ja wirklich. Wann können wir sogar hier Tore machen, oder? Das wäre witzig. Aber man kann... Ja genau, guck mal, kann man so werfen. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Sie meint mich übrigens. Ich frage mich, ob es auch Let's Plays gibt, die nur in diesem Level spielen und sich nur mit diesem Ball beschäftigen. Mit Sicherheit. Es gibt alles auf YouTube. Wenn nicht, haben wir die neue Marktlücke entdeckt. Es ist auch bestimmt unglaublich interessant mit anzugucken. Sofern Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Tests potenziell tödlich.